Sehr geehrte Damen und Herren, nach diesen Ausführungen von Frau Dr. Pletscher möchte ich Ihnen gerne zeigen, wie sich diese Probleme in der Praxis des niedergelassenen Arztes präsentieren. Ziel ist, dass Sie am Ende dieser Vorlesung wissen, wie Sie die Arbeitsunfähigkeit eines Patienten korrekt bestimmen und in einem ärztlichen Zeugnis dokumentieren können. Mein Name ist Amato Gianni, ich habe den FMH in allgemeiner innerer Medizin und führe zusammen mit meiner Frau eine Hausarztpraxis hier in Bern. Im Speziellen befasse ich mich mit Managed Care und Versicherungsmedizin. Nach einer Auffrischung der Basisbegriffe lernen Sie, dass es versicherungsmedizinisch zwei Arten der Arbeitsunfähigkeit gibt, nämlich die versicherte und die nicht versicherte. Dann zeige ich Ihnen an einem Beispiel die formalen Anforderungen an ein ärztliches Zeugnis. Wir behandeln die Begriffe Absentismus und Präsentismus und anschließend werden Sie Ihr Wissen an Fällen aus meiner Praxis testen können. Armut und Krankheit sind ebenfalls miteinander verknüpft und zwar in beide Richtungen. Sie werden auch eine der gesundheitlichen Auswirkungen der Arbeitslosigkeit kennenlernen. Zum Schluss werde ich Ihnen noch zeigen, welches die beste Schnittstelle zur Invalidenversicherung ist, von mir aus gesehen, im Kontext mit der Arbeitsunfähigkeit. Kurz die Definitionen. Als erstes, was ist Gesundheit? In der Charta der WHO steht es, die Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen. Hier die Definition von Krankheit in der Schweiz steht so im allgemeinen Teil der Sozialversicherungsgesetzgebung. Krankheit, Frau Dr. Pletscher hat es Ihnen gesagt, ist jede Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit, die nicht Folge eines Unfalles ist und die eine medizinische Untersuchung oder Behandlung erfordert oder eine Arbeitsunfähigkeit zur Folge hat. Was ist dann ein Unfall? Das nächste. Unfall ist die plötzliche, nicht beabsichtigte, schädigende Einwirkung eines ungewöhnlichen äußeren Faktors auf den menschlichen Körper, die eine Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit oder den Tod zur Folge hat. Dann Arbeitsunfähigkeit ist auch im ATSG definiert und zwar so: Arbeitsunfähigkeit ist die durch eine Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit bedingte volle oder teilweise Unfähigkeit im bisherigen Beruf oder Aufgabenbereich zumutbare Arbeit zu leisten. Als letztes noch die Invalidität. Invalidität ist die voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit. Ich persönlich würde Ihnen empfehlen, diese 5 Sätze auswendig zu lernen, denn Sie werden Ihr ganzes Arbeitsleben lang tagtäglich damit zu tun haben. Sie haben bemerkt, die WHO hat die psychischen Aspekte in ihrer Gesundheitsdefinition vergessen. Dafür berücksichtigt sie die sozialen Aspekte. Der Schweizer Gesetzgeber betont jedoch jedes Mal die Worte körperliche, geistige oder psychische Gesundheit. Dafür werden die sozialen Aspekte komplett ausgeblendet. Diese Begriffe sind alle juristisch definiert. In der Schweiz haben wir folgende Situation: Krankheit, Unfall und Invalidität sind versichert. Die betroffenen arbeitsunfähigen Menschen erhalten jeweils monatlich unaufgefordert ihr Geld von der Versicherung. Andere Beeinträchtigungen der Gesundheit, die zur Arbeitsunfähigkeit führen, etwa des sozialen Wohlergehens, sind jedoch nicht versichert. Diese Menschen, wir haben es vorher gehört, müssen auf die Fürsorge gehen, um finanziell überleben zu können.
Diese nicht versicherten Faktoren hat Ihnen schon vorher Frau Dr. Pletscher gezeigt. Sie sind meistens der Ausgangspunkt von Fehlbeurteilungen der Arbeitsunfähigkeit. Ein ärztliches Zeugnis zur Bestätigung der Arbeitsunfähigkeit muss formell alle Punkte, welche auf dieser Folie aufgeführt sind, enthalten. Wir gehen dafür zu einem Beispiel aus meinen eigenen Vorlagen. Sie sehen oben links Briefkopf, rechts das Datum der Ausstellung, dann der Adressat, hier der Arbeitgeber, der Patient, Vorname, Name, Geburtsdatum. Wichtig ist, ist es Krankheit oder Unfall, muss genannt werden, und seine angestammte Tätigkeit, hier jetzt zum Beispiel Informatiker. Datum von bis und der Grad der Arbeitsfähigkeit und die Unterschrift natürlich. Die Versicherungen wissen natürlich ganz genau, wie lange die Arbeitsunfähigkeiten bei den einzelnen Diagnosen dauern. Diese Folie hier hat mir Frau Kamenisch von Helsana zur Verfügung gestellt. Am Beispiel der Epikondylitis sehen Sie, wo sich die verschiedenen Auslenkungspunkte befinden. Wendepunkt ist die Anzahl Tage, nach denen die Hälfte der Patienten wieder arbeitet. Critical Point ist Wendepunkt mal 1,5 und am Chronic Point ist der Zeitpunkt erreicht, wo nur noch die Hälfte der übrig gebliebenen Betroffenen jemals wieder an die Arbeit zurückkehren werden. Jeder Versicherer definiert für sich, wann und wie er sich in den Fall einschaltet, meist am Critical Point. Damit Sie sich vorstellen können, um welche finanziellen Dimensionen es hier geht, habe ich die aktuellen Zahlen für Sie ausgerechnet. Der Durchschnittslohn in der Schweiz beträgt zurzeit 74.000 Franken pro Jahr brutto. Wir haben 4,22 Millionen Vollzeitstellen bei über 5 Millionen Beschäftigten. Das entspricht einem jährlichen Lohnvolumen von 312 Milliarden Franken. Die durch Arbeitsunfähigkeit verursachte Absenzquote beträgt 3,5% über alle Abschnitte der Wirtschaft verteilt. Der arbeitsunfähigkeitsbedingte Lohnanteil beträgt also 11 Milliarden Franken. Gesetzlich versichert davon sind 80%, also 8,8 Milliarden Franken. Diesen Betrag müssen die Kranken- und Unfallversicherungen in Form von Taggeldern jedes Jahr auszahlen. Und das bezahlen natürlich wir alle, nämlich über unsere obligatorischen Versicherungsprämien. Absentismus, Präsentismus. Unter Absentismus verstehen wir vorsätzliches Fernbleiben von der Arbeit mit der Ausrede, man sei krank. Er ist stärker verbreitet in Ländern mit sehr rigidem Kündigungsschutz. Ein Extrembeispiel dafür ist die Firma Alfasud im Italien der 70er Jahre. Natürlich war der Absentismus nicht der einzige Grund, der zum Untergang von Alfa Romeo als selbstständige Unternehmung geführt hat. Präsentismus ist Anwesenheit am Arbeitsplatz trotz Krankheit, in der Regel aus Angst vor Arbeitsplatzverlust. Er ist stärker verbreitet in Zeiten von Konjunkturschwäche, in Ländern mit Hire-and-Fire-Mentalität. Das ist natürlich auch nicht gut. Die Mitarbeiter kurieren ihre Erkrankungen nicht aus. Dadurch sind sie weniger konzentrationsfähig und stärker zum Beispiel für Unfälle gefährdet. Die Firmen sind durch die verminderte Leistung weniger produktiv und damit weniger konkurrenzfähig. Nach der Theorie nun die Praxis. Als erstes befassen wir uns mit einem Fall aus dem Unfallversicherungsbereich, dem Schleudertrauma HWS. Dabei kommt es typischerweise nach einem Autounfall mit Heckanprall zu Symptomen von großer Variabilität. Kopf- und Nackenschmerzen, Schwindel, Sprachstörungen, Gangunsicherheit etc. Mit 10.000 gemeldeten Fällen pro Jahr in der Schweiz und davon 1.000 Fällen mit Chronifizierung
ist das Schleudertrauma der Halswirbelsäule eine wichtige Diagnose in der Versicherungsmedizin. Die Fallzahlen von Chronifizierung sind in den letzten Jahren etwas zurückgegangen, vielleicht auch durch die veränderte Rechtsprechung des Bundesgerichts. Unfallmechanismus ist eine horizontale Scherbewegung von Kopf und Wirbelsäule, meist verursacht durch Autounfälle mit Heck- oder Seitenanprall, aber auch Sprünge in flache Gewässer oder Verletzungen beim Kampfsport. Es gibt diese vier Schweregrade, Grad 1 Nackenbeschwerden, Grad 2 Muskelverspannung, Bewegungseinschränkung, Grad 3 zusätzlich neurologische Befunde und Grad 4 Frakturdislokation. Der Outcome ist nicht direkt mit dem Schweregrad assoziiert. Initial machen wir eine klinische Untersuchung und füllen den Schleudertrauma-Fragebogen aus. Bildgebungen nur bei Grad 3 oder 4, also neurologischen Ausfällen oder Verdacht auf Frakturen. Die empfohlene Behandlung besteht aus Analgetika, NSAR, Muskelrelaxantien, Anleitung zu Bewegungsübungen. Physiotherapie bringt anscheinend keine Vorteile. Auch eine Halskrause wird nicht mehr empfohlen. Es ist sehr wichtig, was wir zu den Patienten sagen. Keine Katastrophisierung, sondern betonen, dass Inaktivität und Ruhigstellung die Gefahr der Chronifizierung erhöhen und deshalb eine möglichst rasche Wiederaufnahme der Beweglichkeit angestrebt werden soll. Ein Video als Fallbeispiel. Schauen wir uns das einmal an. Nicht der ganz große Champion. Und hier geht er erst einmal zu Boden nach diesem Klasse. Beide gingen zu Boden. Also ausgeglichene die Sache in Runde 1. Zunächst Peter Majstorovic mit dem Vorteil. Er hatte Gonjas. Das ist unser Schweizer K1-Legende Petar Majstorovic, langjähriger Freund und Weggefährte des unvergesslichen, früh verstorbenen Andy Hug. Frage: Welche Diagnosen treffen auf diesen Patienten zu? Bewusstlosigkeit, Schleudertrauma oder HWS-Distorsion, mehrfragmentäre Unterkieferfraktur links, Narkolepsie, Exitus. Dieser Mann erlitt einen schweren K.O. mit zweiminütiger Bewusstlosigkeit, seitliches Schleudertrauma und eine doppelte Unterkieferfraktur. Das volle Programm also. Wie ist es verlaufen? Er hat nach 3 Wochen wieder trainiert und nach 3 Monaten, nach Ablauf seiner Schutzsperre, seinen nächsten Profikampf bestritten. Es gibt aber auch Fälle, wo nach einem Heckanprall mit knapp 10 Stundenkilometern überhaupt nichts mehr geht. Fazit: Das Schleudertrauma ist diejenige Verletzung mit der größten Variabilität der Verläufe. Initial nicht voraussagbar. Es ist diese große Variabilität, welche den Umgang mit Schleudertrauma-Patienten zu einer Herausforderung macht. Niemand kennt die Ursachen dieser unterschiedlichen Verläufe. Interessant ist aber, dass in Ländern, wo es nach Schleudertrauma weder medizinische Behandlungen noch finanzielle Kompensationen gibt, dass dort die chronischen Folgen eines Schleudertraumas praktisch unbekannt sind. Jetzt kommt ein häufiges Beispiel aus dem Krankenversicherungsbereich, F32, depressive Episode. Wichtig ist zu wissen, dass eine Arbeitsunfähigkeit nur ab einer mindestens mittelgradigen depressiven Episode besteht. Mittelgradig, das heißt, dass 2 Haupt- und 3 bis 4 Zusatzsymptome der Depression vorhanden sein müssen. Zum konkreten Fall: Die HR-Chefin einer Großunternehmung der Dienstleistungsbranche schickt mir einen Patienten,
der seit 6 Wochen arbeitsunfähig ist, zur Arbeitsfähigkeitsbegutachtung. Das hier sind die Fragen, hier zum Beispiel die unterste, braucht es ein spezialärztliches Gutachten, wenn ja, welcher Spezialarzt? Besonders eindrücklich diese letzte Frage hier, was kann seitens des Arbeitgebers getan werden, dass Herr ST möglichst bald gesund an seinen Arbeitsplatz zurückkehrt? Bei der Untersuchung klagt er über diese unspezifischen Beschwerden: Schlafstörung, frühmorgendliches Erwachen, Appetitminderung, leichter Gewichtsverlust, allgemeine Müdigkeit, Erschöpfung, anhaltende Schmerzen. Und es stellt sich bald heraus, dass körperlich eigentlich alles in Ordnung ist. In so einem Fall machen wir das Depressionsscreening mit dem Zwei-Fragen-Test. Erste Frage: Fühlten Sie sich im letzten Monat häufig niedergeschlagen, traurig, bedrückt oder hoffnungslos? Zweite Frage: Hatten Sie im letzten Monat deutlich weniger Lust und Freude an Dingen, die Sie sonst gerne tun? Er beantwortet beide Fragen mit Ja. Deshalb machen wir den Depressionsfragebogen und wir erhalten dieses Resultat hier, die obere Hälfte. Die 3 Haupt- und 5 der 7 Zusatzsymptome für die Depression sind positiv. Frage: Welche Diagnose hat der Patient? Hat er erstens eine Anpassungsstörung, zweitens paranoide Schizophrenie, drittens schwere depressive Episode 32.2f, viertens Inanspruchnahme des Gesundheitswesens Z76 oder fünftens eine asoziale Persönlichkeitsstörung? Richtig, er hat eine schwere depressive Episode F32.2. Der Patient hat bisher 6 Wochen lang weder eine medikamentöse noch eine Psychotherapie bekommen. Weitere Frage an Sie: Wie behandeln Sie diesen Patienten? Verordnen Sie erstens wöchentliche psychoanalytische Therapiesitzungen oder Johanniskrautextrakt, einmal täglich 900 Milligramm, oder überweisen Sie ihn an einen Spezialarzt für Psychiatrie? Richtig, dieser Patient muss durch einen Psychiater behandelt werden, und zwar medikamentös mit Venlafaxin zusammen mit einer Psychotherapie. Die Erhaltungstherapie geht noch für mindestens 4 bis 12 Monate nach der Remission weiter. Weitere Frage: Wie lange und zu wie viel Prozent ist er arbeitsunfähig? Ist er erstens in seiner angestammten Tätigkeit als Kadermitarbeiter eines Dienstleistungsbetriebs für 3 Wochen zu 100% arbeitsunfähig mit anschließenden Neubeurteilungen? Oder zweitens 0%, er soll sich gefälligst zusammenreißen? Oder drittens 100% bis zur IV-Rente? Hier ist eine valable Antwort: In seiner angestammten Tätigkeit als Kadermitarbeiter eines Dienstleistungsunternehmens ist er für 3 Wochen zu 100% arbeitsunfähig mit anschließenden Neubeurteilungen in 14-tägigen Intervallen, wobei die Arbeit wieder aufgenommen werden kann, anfangs im Teilpensum, sobald nur noch eine leichtgradige Symptomatik vorhanden ist. Auf dieser Folie sehen wir wieder die Bewertung der Helsana mit den Auslenkungspunkten. Wendepunkt ist bei Tag 117, Critical Point bei Tag 176 und Chronic Point nach 328 Tagen. Sie sehen hier die Depression wie die psychischen Erkrankungen insgesamt führen doch relativ häufig zu Invaliditäten. Jetzt noch die Antworten auf die Fragen des Arbeitgebers, hier nach dem Spezialarzt. Die wollen natürlich wissen, was haben die Patienten, in welche Richtung geht es, wie können wir weiter planen. Wir antworten nicht direkt,
aus Gründen der Schweigepflicht. Wir sagen jedoch, dass eine spezialärztliche Behandlung notwendig ist und dass die Prognose in der Regel günstig ist. Diese Frage hier, was kann seitens des Arbeitgebers getan werden, dass Herr St. möglichst bald gesund an seinen Arbeitsplatz zurückkehrt? Das ist wirklich bemerkenswert, dass Arbeitgeber sich so äußern. Das ist unsere Antwort. Von Seiten des Arbeitgebers ist es, nicht nur im speziellen Fall von Herrn St., sondern in jedem Fall eines erkrankten Mitarbeiters immer wichtig, die Ressourcen zu aktivieren. Besonders wichtig in dieser Hinsicht sind gute und sichere Situationen in Beziehungen, Arbeit, Geld, Wohnen, Aufenthaltsstatus, Spiritualität, Sport und Bewegung. Sie erinnern sich an diese Folie von Frau Dr. Pletscher, das Fünf-Säulen-Modell von Petzold. Schon die Entfernung von einer Säule kann das ganze Haus einstürzen lassen. Depression und Arbeitslosigkeit. Bei der Depression gibt es zwei Symptomenkomplexe, die mit einem erhöhten Risiko für den vollendeten Suizid assoziiert sind. Das sind die Zusatzsymptome 4 und 7, pessimistische Zukunftsperspektiven und Suizidgedanken, Suizidhandlungen. Wenn diese beiden Komplexe stark ausgeprägt sind, besteht hohe Gefahr, dass die Patienten einen vollendeten Suizid machen. Meist sind das Menschen, bei denen die folgenden Konstellationen zusammentreffen: eher ältere Männer, alleinstehend, geschieden, kürzlich verwitwet, soziale Problematik und eben hier die Arbeitslosigkeit, Migrationshintergrund, verfügbare tödliche Methode, Suizidversuche oder psychiatrische Erkrankungen in der Anamnese, insbesondere Sucht, Schizophrenie und Depression. Das sind also ganz aktuelle Erkenntnisse, die wir aus den OPSAN-Statistiken zusammengetragen haben. Jetzt käme noch ein fünfminütiger Exkurs über die Schnittstelle zur Invalidenversicherung. Es ist 12 Uhr. Ich möchte Ihren Mittag respektieren, mache für die noch weiter, welche das wissen möchten. Ja. Es ist so, meistens ist in den Verträgen dieser Unternehmungen für ihre Mitarbeiter definiert, dass man bei Unklarheiten zu einem Vertrauensarzt gehen muss. Es ist auch wichtig, dass der Arzt, zu welchem er gehen muss, qualifiziert ist für diese Fragestellungen. Das machen auch nicht alle Leute gerne oder wissen genau Bescheid, wie das läuft. Ja, er kann sich sicher weigern, aber ich habe das eigentlich noch nie erlebt. Also der hat ja jetzt Glück gehabt, dass er zu mir gekommen ist, oder? Weil sein Hausarzt hat ihn einfach alle 14 Tage wieder krank geschrieben, weil er sagt, er sei so müde und erschöpft bei normalen klinischen Werten, oder? Und ich wollte Ihnen zeigen, dass man in so einem Fall, oder das braucht eine Minute, der Zwei-Fragen-Test und der Depressionsfragebogen braucht vielleicht 10 Minuten. Das geht so schnell und dann haben Sie es. Und ich wollte Ihnen auch zeigen, dass bis zur mittelgradigen Depression der Hausarzt selber durchaus eine Behandlung durchführen kann, aber bei der schweren Depression zwingend eine psychiatrische Behandlung erfolgen muss, weil Medikamente alleine nicht genügen, sondern eine Psychotherapie notwendig ist. Aber wie gesagt, ich denke, wenn jemand sich weigern würde,
zu mir zu kommen, dann könnte er das sagen, man sucht jemand anders. Also, andere Fragen? Fragen Sie nur. Jetzt die Sache mit der Invalidenversicherung geht ganz kurz, ein Fall. Wir sollten die Invalidenversicherung schon sehr früh in der Arbeitsunfähigkeit einschalten. Dazu verfügen wir über die Instrumente Früherfassung und Frühintervention. Die IV macht innerhalb von 4 Wochen nach Meldung eine Situationsanalyse. Primär geht es um die Erhaltung des Arbeitsplatzes. Und wenn das nicht mehr möglich ist, zum Beispiel schon gekündigt oder so, dann versucht man es mit einer Umplatzierung des Patienten. Nach spätestens 6 Monaten wird ein Grundsatzentscheid getroffen. Entweder die Integrationsmaßnahmen werden weitergeführt oder man sieht, dass es sowieso auf eine Rente hinausläuft oder es gibt keine weiteren Leistungen mehr. Wir wissen alle, dass zunehmende Leidens- und Ausfalldauer das Risiko einer Dekonditionierung, Chronifizierung und Schmerzverarbeitungsstörung erhöhen und dass die subjektive Leidensverarbeitung des Patienten die Genesung und die berufliche Wiedereingliederung beeinflusst. Diese Risiken wollen wir mit dem Instrument Früherfassung und Frühintervention der IV vermindern. Wenn wir also sehen, dass ein Patient länger als 3 Wochen am Stück arbeitsunfähig ist oder innerhalb des letzten Jahres häufige Kurzabsenzen hatte, sollten wir ihn zur Früherfassung und Frühintervention bei der IV melden. Hier ein Fallbeispiel, 60-jähriger Patient. Er hatte vor 25 Jahren eine Ruptur des linken vorderen Kreuzbandes. Damals behandelt mit einer Gore-Tex-Plastik. Aktuell besteht eine arthrotische Zerstörung des linken Kniegelenks mit der Notwendigkeit des Gelenksersatzes mit einer Knietotalprothese. Die Fortführung seiner Arbeit als angelernter Karosseriespengler wird nur noch in Teilbereichen möglich sein. Weitere Diagnosen: koronare Herzkrankheit, arterielle Hypertonie, Hyperlipidämie, rezidivierende Lumbalgien. Frage an Sie, meine Damen und Herren, wie lange und zu wie viel Prozent ist Herr S.S. arbeitsunfähig? Ist er erstens in seiner angestammten Tätigkeit als angelernter Karosseriespengler für 3 Monate zu 100%, dann Wiederaufnahme der Arbeit im Teilpensum mit Steigerung in 14-tägigen Intervallen? Oder zweitens 100% bis zur IV-Rente. Wenn das nicht klappt, Anmeldung bei der Arbeitslosenkasse und vorgezogene Pensionierung. Oder drittens, in seiner angestammten Tätigkeit als Karosseriespengler wird er nicht mehr voll arbeitsfähig sein. Deshalb sofortige Meldung bei der IV für Früherfassung und Frühintervention. Korrekt ist die Antwort 3. Antwort 1 ist sicher auch richtig bei einem Patienten, der zum Beispiel in der Verwaltung arbeitet, als Kaufmann, wo unter Umständen das Knie nicht beansprucht wird. Antwort 2 wird auch häufig gemacht, ist aber falsch. Oder die Leute ziehen das Taggeld, solange die SUVA noch irgendwie bezahlt. Dann machen sie 2 Jahre lang Arbeitslosenkasse auf dem Stempel, weil die finden schwer eine neue Arbeit mit 62 dann. Und mit 64 lassen sie sich vorzeitig pensionieren. Ist aber nicht richtig. Bei diesem Patienten, wir schauen, was ist seine angestammte Tätigkeit, machen wir die Antwort Nummer 3. Besten Dank. Wenn es noch Fragen gibt, alles klar. Ja, es ist eigentlich schon ganz einfach. Gut, guten Appetit.